wunderschönen guten Morgen. Wir haben, glaube ich, 7 Uhr in der Früh. Hinter mir seht ihr das Meer und ich bin auch unglaublich müde, auch wenn ich jetzt echt lange geschlafen habe. Aber wir gehen jetzt gleich wieder weiter ins Landesinnere wieder hinein. Gucken uns noch ein paar Buchten an, gehen vorsichtig auf zu einem Sumpf. Ich nehme euch natürlich wieder mit. Wir sind jetzt dann gleich an dem Creek, den wir vorhin überfahren haben. Wir sind jetzt am ersten Creek. Ziemlich geil hier. Ich habe ein bisschen Angst, ins Wasser zu gehen. Es gibt hier nämlich Krokodile. Ich würde gerne ein Krokodil sehen. Das ist geil. Nein, Alex, wir fahren jetzt nicht mit dem Auto auf den Strand. Das darfst du das nicht. Okay. Das ist schon geil. Siehst du die kleine Insel da vorne, Alex? Direkt nach dahinter müsste Festland sein. Da ist ja was drin. Natürlich, da sind Caps drin. Er lebt da drin. We can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the cloud. Langsamer. Ja, jetzt kannst du Gas geben. Nothing to lose, I know the time is right. Oh, ist das geil. Ja, okay, er ist echt nicht schnell. Oh fuck, fahr mal ein bisschen langsamer. Ich hab's, ja, geil. Jetzt würde ich es doch definitiv nicht nochmal machen. Okay, wir lassen es sein, ist gut. Luca ist zu fett. Luca ist eindeutig zu fett. Das war so klar, Arne macht es 3-mal und bei mir bricht sie ab. Natürlich war Alex, das klar. Ja. Aber ich bin zusammen. Das hast du gut gemacht, Luca. Ich war es nur so knapp. Langer Fahrt heute. Wir sind heute ganz viel durch die Gegend gefahren, haben geguckt, was man so sehen kann. Wir hatten heute keine speziellen Punkte, die wir angefahren haben. Wir sind einfach bloß relativ viel durch die Gegend gefahren. Jetzt sind wir an einem Lookout auf einen See drauf und ich glaube, der wird ziemlich geil. Ich sehe ihn leider noch nicht, aber es ist noch ein bisschen Fußmarsch und ich zeige euch den gleich. Es geht schon auf die Düne rauf. Das heißt, gleich bin ich da und dann werde ich direkt am See, weil die Düne direkt am See liegt. When they tell me you're not yourself, trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, nothing belongs to you. Sieht doch schon gut aus. Wir haben gerade einen Baum gefunden, wo vielleicht Kokosnüsse dran wachsen. Oder gucken wir jetzt mal hin. Oh, fuck. Ja. Whatever they call us, whatever they'll do. Sechs Viecher. Überall. Es sind keine Viecher. Das sind Spinnenweben, die ich hier gerade drauf habe. Da hängen welche? Ja, da hängen welche. Geil. Geil. Das ist doch die erste Coconato, wa? Ja, würde ich sagen. Die kann man auch essen. Ja, sollen wir versuchen mit der. Oh, ist das geil. Oh, hier, hör mal. Da ist eine drin, ob wir die noch essen können. Keine Ahnung, nehmen wir mit. Ja, hier höre ich sie auch. Probieren wir eine frische ranzukommen. Das ist die mir vorhin runtergefallen. Wahrscheinlich. Oh, ist die geil.
Ja. Siehst du? Ja. Die Kokosnuss, meine ich. Fuck, ist die schwer. Ja. Ist geil. Ein Meter über dem Boden oder so. Aber oben in der Spitze 20 von denen. Da kommt nicht hin. Ich habe versucht, welche runterzuwerfen. Das Problem ist, die Runden sind ja alle vertrocknet und sehr leicht. Du kannst sie damit nicht ab. Wir hätten vielleicht mit der eine runterholen können, aber wenn du die verwirfst und dann nicht wieder kriegst, wäre auch unnötig gewesen. Aber klettern konnte man nicht. Das Problem, an sich wäre die Palme leicht hochzuklettern gewesen. Klar, nur mit so irgendwelchen dornigen, komischen Blättern umwickelt. Und Mini hat versucht, vor über zwei Äste hochzugehen, aber das war nicht in der Klappe dran gelassen. Ja. Ich nehme an, dass es die letzte Station ist auf Fraser Island. Wir sind jetzt am Eli Creek oder Ellie Creek, ich weiß selber nicht genau, wie man ihn ausspricht. Unglaublich cool, ich komme regelmäßig Reisegruppen vorbei mit irgendwelchen Schwimmreifen, die hier reingehen. Es ist unglaublich klares, schönes Wasser, ein paar Fische sind drinnen und es macht echt Spaß, sich da einfach reinzulegen und untertreiben zu lassen. Ich habe jetzt leider dafür die falsche Hose an, aber ich hatte vorhin schon die richtige an. Whatever they call us, whatever they do, we're running in circles, circle of food. Whatever we will be, it's got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Let us rise to the clouds. We got nothing to lose. I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know, and I know, and I know, and I know we're perfect, you and I. Wir haben wieder unser Auto und jetzt geht's Richtung Sunshine Coast. Let us detonate tonight. Wir sind jetzt am Campingplatz angekommen. Da hinten hört man auch direkt das Meer rauschen. Ich kann da leider nicht gerade hin, weil ich bin hier am Videoschneiden. Ich schneide gerade tatsächlich schon das Video, was ihr letzten Montag oder Donnerstag gesehen habt. Video von FN Vogeln. Also ich schneide tatsächlich schon das vorletzte Video, wo wir auf der Insel waren. Das wird ein Zweiteiler. Also jetzt wisst ihr es ja eh, habt ihr beide Teile schon gesehen. Und wir fahren morgen weiter nach Brisbane, wobei ich noch nicht weiß, wie viel ich da filmen werde. Aber wir sind jetzt im Der Vogel kommt immer näher. Wir sehen uns im nächsten Video nächsten Montag oder Donnerstag. Adieu. Ciao. Vergesst nicht, auf Instagram und Snapchat vorbeizugucken und mich auch da zu abonnieren, um mir zu folgen.